kommen Sie Ihrer Verantwortung endlich nach. Letzte Woche Land unter in Polen, in Tschechien, in Österreich. Zehntausende Bürger und Bürgerinnen haben ihr Heim verloren. Zehntausende Hektar an landwirtschaftlichen Flächen sind unter Wasser. Es sollte wohl mittlerweile jeder hier begriffen haben, dass wir hier jetzt etwas tun müssen, dass wir in Böden investieren müssen, die das Wasser aufnehmen mit unserer gemeinsamen Agrarpolitik, dass wir Flüssen Platz geben müssen, um eben überschwemmen zu können, sprich Naturwiederherstellungsgesetz, und dass wir Maßnahmen brauchen, um unsere Städte zu kühlen, um Hitzetote zu vermeiden, die wir leider auch dieses Jahr in Wien bei 53 Tropennächten leider wieder zahlreich gesehen haben. Und wir sollten endlich aufhören, den Kopf in den Sand zu stecken, die Wissenschaft zu ignorieren, den Klimawandel zu leugnen und dabei auch noch die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Wir sind gewählt, um Bürger und Bürgerinnen zu schützen, und wir sind gewählt, um langfristige Versorgungssicherheit von Lebensmitteln zu gewährleisten.